Herzlich willkommen zu dieser Projektarbeit zum Thema Phasendiagramme mit Mischungslücke. Zunächst einmal möchte ich klären, was Phasendiagramme überhaupt sind. Phasendiagramme sind Zustandsdiagramme und zeigen den Zustand der zugehörigen Phase in Abhängigkeit ihrer Zustandsgrößen, wie zum Beispiel dem Druck und der Temperatur. In wie hier abgebildeten binären Phasendiagrammen wird der Zustand der zwei Komponenten in Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung x-Achse und der Temperatur y-Achse angezeigt. Es entsteht eine Siedelinie, die den flüssigen Bereich von dem Zweiphasenbereich trennt, und eine Taulinie, die das Zweiphasengebiet von dem gasförmigen Bereich trennt. In einem Phasendiagramm mit Mischungslücke sind sich die beiden Komponenten so unsympathisch, dass diese nur begrenzt mischbar sind. Es kommt zu einer Mischungslücke. Das Phasendiagramm unterteilt sich in einen heterogenen Bereich und einen homogenen Bereich. Diese Bereiche werden begrenzt durch eine Binodale. Nahe an der Binodale liegt die Spinodale. Diese bildet die Grenze zwischen dem heterogenen und dem metastabilen Bereich. Beide Linien treffen sich am kritischen Punkt. Oberhalb dieses oberen kritischen Punktes ist das binäre Gemisch immer homogen. Die Lage des kritischen Punktes und der Bereich ist abhängig von dem Gemisch. Um die Zusammensetzung der Phasen quantitativ erfassen zu können, kann das Hebelgesetz angewendet werden, indem eine Isotherme bei einer gewünschten Temperatur durch den heterogenen Bereich gezogen wird. Neben den Phasendiagrammen mit oberem kinetischen Punkt gibt es auch Phasendiagramme mit unterem kinetischen Punkt, wie in diesem Beispiel eines Gemisches aus Triethylamin und Wasser. Während dieses Gemisches bei höheren Temperaturen aus zwei flüssigen Phasen besteht, ist es nach dem Abkühlen unter den unteren kinetischen Punkt stets eine homogene flüssige Phase. Ein Beispiel für ein binäres Gemisch mit oberem kritischen Punkt ist ein Gemisch aus einem Mol Hexan und einem Mol Nitrobenzol. Während dieses Gemisch bei 10 Grad Celsius aus zwei heterogenen flüssigen Phasen besteht, ist dieses Gemisch bei 30 Grad Celsius homogen, da der kritische Punkt überschritten ist. Die Grenzen der Mischungslücke, also Punkte auf der Binodalen, lassen sich experimentell ermitteln. In diesem Beispiel wird einer reinen Nitrobenzol-Lösung jeweils in kleinen Mengen Hexan hinzugefügt. Die Temperatur bleibt konstant, wodurch wir uns auf einer isothermen, also einer horizontalen Linie im Phasendiagramm bewegen. Beträgt der Anteil an Hexan 5%, also der von Nitrobenzol 95%, so ist die Lösung noch homogen. Bei 10% Hexan entsteht eine hexanhaltige und eine nitrobenzolhaltige flüssige Phase. Bei dieser Zusammensetzung wurde die Binodale somit überschritten. Bis zu einem Anteil von 80% Hexan ist die Mischung heterogen. Bei 90% Hexan wird die Mischung wieder homogen. Der zweite Schnittpunkt auf der Binodalen liegt somit bei etwa 80% Hexan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Thema etwas näher bringen.